Wieder, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und heute habe ich mal einen Glitch für euch, wie ihr diese bunten BMX-Fahrräder, die man nicht im Internet kaufen kann, in eure Garage bekommen könnt, die versichert sind und die auf einem Autostellplatz stehen. Um diesen Glitch jetzt auszuführen, braucht ihr zwei Garagen. Welche zwei Garagen ist wirklich total egal, das geht mit jeder. Und in Garage Nummer 1 sollte ein Karim Rostiger Rebell stehen oder irgendein anderes Fahrzeug, welches ihr nicht mehr braucht. Garage Nummer 2 sollte komplett voll mit Autos und Fahrrädern sein. Habt ihr das jetzt, dann begebt euch jetzt zu dem Punkt, den ich euch hier auf der Karte markiert habe. Am besten nehmt ihr einen Kumpel mit und klaut dort erstmal zwei bunte BMX-Räder. Diese spawnen relativ häufig hier an dieser Halfpipe und wenn ihr jetzt zwei von diesen bunten BMX-Rädern habt, dann fahrt ihr damit zu Garage Nummer 2 und stellt dort dann das erste Fahrrad in die Garage, welches ihr dann auch hinterher auf dem Autospeicherplatz haben wollt. Hängt dann das erste bunte BMX-Fahrrad bei euch in Garage Nummer 2 am Fahrradständer, dann geht ihr hin und ruft euren Mechaniker an und lasst euch aus Garage 1 den Karim Rostigen Rebell oder das Straßenfahrzeug bringen, welches ihr ersetzen wollt. Steigt jetzt in euren Karim Rostigen Rebell ein und fahrt damit zu Garage Nummer 2. Sagt eurem Kumpel währenddessen, er soll auf dem zweiten BMX-Rad, welches noch nicht in der Garage war, kurz sitzen bleiben, nicht dass das Ganze despawnt. Holt jetzt eine Annäherungsmine raus und schmeißt die Annäherungsmine vor die volle Garage. Wenn die Annäherungsmine dann dort liegt, fahrt auf die volle Garage zu. Ihr bekommt dann die Fehlermeldung, dass die Garage voll ist und ihr ein Fahrzeug austauschen müsst. Hier wartet ihr jetzt so lange, bis die Annäherungsmine explodiert und ihr sterbt. Seid ihr jetzt wieder gespawnt, rennt zu eurem Kollegen hin, der immer noch auf dem BMX-Rad sitzen müsste und sagt ihm, dass er absteigen kann. Jetzt steigt ihr auf das BMX-Rad und holt euer Handy raus und ruft einmal in der Versicherung an und lasst den Karim Rostigen Rebell reparieren. Sobald ihr dann das Symbol des Karim Rostigen Rebell unten auf der kleinen Minimap seht, dass der wieder repariert ist und dass das Symbol dort angezeigt wird, fahrt mit dem Fahrrad auf eure Garage zu. Dann bekommt ihr die Meldung, dass eure Garage voll ist und ihr ein anderes Fahrrad austauschen müsst. Und dort tauschen wir jetzt dann das Fahrrad aus, welches auch bunt ist, was wir gerade ebenfalls von diesem Skaterpark da geholt haben. Wenn ihr jetzt dann in der Garage seid, könnt ihr hinten zu diesem blauen kleinen Kreis laufen, wo ihr die Fahrzeuge sortieren könnt und dort klickt ihr dann einmal auf Fahrradständer. Dort könnt ihr nämlich dann schauen, ob ihr alles richtig gemacht habt und wenn nämlich dann dort steht, dass ein Karim Rostiger Rebell jetzt an eurem Fahrradständer hängt, habt ihr bis hierhin schon mal alles richtig gemacht. Geht dann jetzt zum Fahrradständer und drückt dann an der Stelle, wo der Karim Rostiger Rebell hängt, das D-Pad nach rechts, dass ihr mit dem Karim Rostigen Rebell vom Fahrradständer aus nach draußen fahrt. Fahrt jetzt noch mit dem Karim Rostigen Rebell zu Garage Nummer 1 zurück, das war bei mir der Eclipse Tower und jetzt steigt ihr dann aus, ihr dürft nicht in die Garage reinfahren, ihr steigt dann aus und zerstört den Karim Rostigen Rebell. Und wenn dieser dann zerstört ist, geht ihr ganz normal in eure Garage rein. Seid ihr dann drinnen angekommen, werdet ihr dann auch schon direkt sehen, das bunte BMX-Rad steht jetzt an der Stelle, wo der Karim Rostiger Rebell zuvor noch gestanden hat. Und das war jetzt auch schon der ganze Glitch. Mehr müsst ihr nicht machen, um ein BMX-Rad in die Garage zu bekommen. Und jetzt geht mal bitte hin für diesen geilen Glitch und prügelt mal so richtig den Like-Button durch. Und dann würde ich sagen, bin ich an dieser Stelle jetzt einfach mal raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao!